Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview, heute mit der Alice Marie Westphal. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie ist eine absolute Powerfrau. Nicht nur, dass sie sich mit 54 dazu entschieden hat, sich nochmal selbstständig zu machen, aus einem sicheren Angestelltenverhältnis heraus. Jetzt mit 62 Jahren will sie sich wirklich auch in der Selbstständigkeit nochmal komplett neu erfinden, beziehungsweise nicht will, sondern wird, wie ich sie kennengelernt habe. Das war die falsche Wortwahl. Und was das genau sein wird und wie sie Frauen damit unterstützen kann, auch ja, und Mut machen kann, vor allem. Das erzählt uns jetzt die liebe Alice. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön und danke, dass du mir die Chance gibst, ja, mein Thema in die Welt zu tragen. Sehr, sehr gerne. Das ist ein wichtiges Thema, da kommen wir jetzt gleich drauf. Von daher immer wieder gerne. Jetzt für alle diejenigen, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal kurz, was man unbedingt noch über dich wissen muss. Ja, also im Augenblick ganz spannend. Ich bin seit 2 Tagen frisch gebackene Oma. Das ist nochmal ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ja, ich bin Mutter von 2 Kindern. Die sind jetzt 41 und 34. Und ich bin, wie du schon gesagt hast, eine Powerfrau. Ich bin begeisterte Sportlerin, also jetzt Hobbysportlerin. Ich bewege mich sehr gerne. Ich bin heute Morgen schon wieder beim Spinning gewesen. Das ist für mich Tanzen auf dem Rad in der Halle. Es ist schon ein bisschen crazy, aber es macht total viel Spaß. Ich habe gelesen, du hast mit 45 bis zum Marathon gelaufen. Oder hast du damit angefangen? Oder habe ich das jetzt richtig? Ja, ich bin mit 45 habe ich begonnen zu laufen. Das war noch ein Lebensabschnitt, da folgte Leistung, Leistung, Leistung. Ich hatte gerade mein berufsbegleitendes Studium abgeschlossen und hatte Angst, oh Gott, was passiert jetzt? Jetzt falle ich in ein Loch, anstatt mal achtsam mit mir umzugehen. Was kann ich da machen? Ich fange mal an zu laufen und dann nicht 10 Kilometer, sondern Marathon. Mhm. Und die ersten, ich bin 13 insgesamt gelaufen und der erste, das war schon, also ist schon Highlight, der erste absolut. Nichtsdestotrotz, das waren, die ersten 8 waren alle fremdbestimmt durch diesen Leistungsantrieb. Und die letzten, die ich freiwillig gemacht habe, die waren dann, die haben auch Spaß gemacht. Also nein, das war schon teilweise eine echte Quälerei. Ja, das glaube ich. Also ich könnte mir ja nie vorstellen, Marathon zu laufen. Aber gut, sage niemals nie, wer weiß, was noch kommt. Nein, deswegen. Also es hat unglaublich schöne Seiten. Du bist unglaublich viel in der Natur. Ich war in einer ganz großartigen Gruppe. Ich bin heute noch mit den Menschen befreundet. Du bist draußen im Winter wie im Sommer. Also es hat auch Vorteile, viele Vorteile. Ja, das glaube ich. Sehr schön. Dann erzähl doch mal ganz kurz, wie begann denn deine berufliche Reise, beziehungsweise was waren für dich dort so wichtige Stationen? Wie ging es da so entlang bei dir? Also meine wichtigste Station jetzt so im letzten Abschnitt war, dass ich gespürt habe, was mir vorher gar nicht bewusst war, was ich aber von vielen anderen Frauen auch höre, ich bin nicht hierarchiekompatibel. Okay. Das ist mir nicht vorher aufgefallen. Ich war lange Personalratsvorsitzende im großen Klinikum hier in Berlin. Ich war frei und unabhängig und danach hatte ich eine Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit. Da war ich auch sehr frei und unabhängig. Ja, und dann kam eine Fusion und ich bin in ein Team eingegliedert worden. Ich bin sehr teamfähig. Ich kann nicht mit moralischen, ethischen Werten umgehen, die nicht meine sind. Und ich durfte damals 2-mal krank werden. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall wieder. Das war der 2. Ich hatte meinen 3. Hörsturz. Und da wusste ich, ja, das geht nicht. Und da habe ich wirklich gekündigt nach fast 30 Jahren im öffentlichen Dienst, was nicht in meinem Umfeld auf wow, du bist ja klasse, großartig viel, sondern spinnst du, wie kann man mit 54 sowas machen, denk an die Rente, du bist alt. Also es waren viele, viele Glaubenssätze, die auf mich einprasselten, die es nicht leicht gemacht haben. Ja, ich muss da jetzt nochmal einhaken. Ja. Also ich bin ja jetzt so eine durch und durch Selbstständige. Ich war in meinem Leben nur 1 Jahr angestellt. In meinem Verständnis bedeutet öffentlicher Dienst, dass du nicht kündbar bist. War das in deinem Fall auch so oder ist das nur zeitweise? Ach, nein, du kannst immer kündigen. Also, nein, dass man dich nicht kündigen kann. Das ist doch bei gewissen öffentlichen Geschichten ist das ja so. Ja, also ich bin keine Beamtin gewesen.
Also, okay. Wenn du jahrelang, 30 Jahre angestellt bist beim öffentlichen Dienst, bist du unkündbar und vor allen Dingen als ehemalige Personalratsvorsitzende sowieso. Also ich hätte da bleiben können, ich hätte mich da einrichten können. Ich bin ja auch strafversetzt worden. Das war wie beim Flügelabschneiden. Ich brauche Menschen, ich begeistere gerne Menschen. Und das ging alles nicht mehr. Mhm. Und das war nicht einfach. Ich bin durch ein ganz tiefes Tal der Tränen gegangen, weil ich dachte, ich gehe mit meinem Klinikum, für das ich nun auch noch so gekämpft habe, vor der Schließung, wir gehen auf Rente. Okay. Aber trotzdem hast du da deinem Instinkt gefolgt und hast gesagt, egal wie viel Sicherheit, und du hattest ja dann wirklich eine immense Sicherheit, darauf will ich hinaus, ne? Weil absolut. Jetzt so einen anderen Job, den kann man mal haben und den kann man mal verlieren. In deiner Position ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den irgendwie nochmal verloren hättest, ja sehr, sehr gering. Und dann hättest du dich jetzt eigentlich so, sag mal, du hast dich mit 54 entschieden, dann wusstest du, okay, jetzt habe ich noch irgendwie paar Jährchen, könnte ich in Rente gehen und hast wirklich vorher gesagt, alles klar, nee, will ich nicht, das ist nicht das, was mich wirklich beflügelt oder ausmacht, ich schmeiß das alles hin und gehe meinen Weg. Ja, klingt jetzt so einfach, war es nicht. Das ist klar. Also ich habe schon viele Krisen und ich durfte mich größten Ängsten stellen, die im öffentlichen Dienst überhaupt nicht aufgefallen sind. Hm. Weil es lief ja, das Gerüst war da, die Struktur war da, auch wenn ich Stabstellen hatte. Und was ich lernen durfte, was du gesagt hast, du warst schon immer Unternehmerin. Ich durfte lernen, Unternehmerin zu sein. Ich bin finanziell mega abgeschmörgelt. Ich habe zum ersten Mal mir Geld leihen müssen, damit ich es überstehe. Ich wusste allerdings nie wieder, obwohl ich gerne angestellt war, will ich wieder angestellt sein. Also das war klar, aber ich wusste überhaupt nicht, was bin ich überhaupt wert auf dem Markt. Das war meine größte Blockade. Okay. Ja. Und hast du, also als du den Entschluss gefasst hast oder als der gereift ist, kam das, weil du viel Persönlichkeitsentwicklungsseminare gemacht hast, dass du dich damit beschäftigt hast? Oder kam das einfach so plötzlich, morgen stehst du auf und sagst, ach nee, eigentlich habe ich jetzt da keinen Bock mehr drauf? Beides. Also ich habe natürlich aufgrund meiner Personalratstätigkeit sehr viele Persönlichkeitsseminare, Coachings gemacht. Das war großartig. Der Entschluss kam, ja, ich habe da einen E-Mail-Verteiler in meiner Position in meinem Sinne missbraucht. Und das war so das Zünglein an der Waage, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt. Hm. Ich konnte das nicht anders. Ich war so mit meinem Klinikum in Häkchen verbunden, dass es nur mit einem Krach ging. Hm, okay. Dann ging es wirklich brutal weg. Und ja, dann wusste ich auch gar nicht, was mache ich denn überhaupt? Wer bin ich denn jetzt so? Total entwurzelt, keine Sicherheit mehr da. Oder wie ist das nach 30 Jahren, wenn du von montags bis freitags auch frei gefühlt aufstehst und dein Ding machst? Werde ich jetzt alkoholabhängig? Werde ich jetzt drogenabhängig? Werde ich jetzt dick? Hm. Werde ich, also was... Ich wusste gar nicht, wie ich meine Zeit zu füllen hatte. Mhm. Spannend war das. Okay. Ist das auch, weil ich rede ja auch immer in meinem Podcast über diese Turning Points, also diese Punkte im Leben, die dein ganzes Leben letzten Endes verändert haben. Ist das bei dir dieser Punkt gewesen oder gab es noch einen anderen Punkt? Also das war ein ganz, ganz starker, weil ich auch zum ersten Mal alleine gelebt habe. Meine Kinder waren groß. Mein Freund und ich hatten uns ein halbes Jahr getrennt. Ich lebte das erste Mal in meiner eigenen Wohnung, dann der Job weg. Also ich war entwurzelt, so fühlte ich mich. Und das war ein großer Bruch. Was das Tolle daraus war, dass ich die Chance wahrgenommen habe, und das ist wirklich eine Persönlichkeit von mir, aufzustehen. Und heute bin ich ja Trainerin und Coach, mit Leidenschaft, mit größter Begeisterung. Ich hätte das nie kennenlernen können an mir, wo wirklich meine Stärken sind und was meine Aufgabe ist. Also heute danke, danke, danke im Nachhinein. Das größte Geschenk, allerdings brutal, aber ich glaube, starke Frauen brauchen manchmal brutale Situationen,
weil die so viel aushalten. Also ich kann zumindest eine Menge aushalten. Hm. Wie bist du damit umgegangen? Also jetzt sagst du, du kannst viel aushalten, du bist wieder aufgestanden, aber dieses Gefühl, entwurzelt zu sein, das kennen ja ganz viele, entweder die kurz davor stehen, diesen Schritt zu machen, den du gemacht hast, oder die ihn schon gemacht haben, manchmal auch im Angestelltenverhältnis. Ja. Und es gibt ja auch viele, die jetzt in diese, ne, sagen wir mal, Depression fallen. Und wie du gesagt hast, du kanntest deinen eigenen Wert, ne? Du wusstest nicht, was du wert bist. Und das ist ja auch so ein ganz, ganz massiver Punkt. Und klar, das eine ist, eine starke Persönlichkeit zu sein, aber manchmal hat man ja in sich so Mechanismen oder Überzeugungen oder Dinge, die man tut, die einem wirklich explizit dabei helfen, da dann auch durchzukommen. Gibt es bei dir da irgendwas, so dass man es ein bisschen handfester auch für die Zuhörerin machen kann? Also was ich damals unbewusst gemacht habe, was ich heute professionell mache, ich bin heute ja Trainerin für Zeit- und Selbstmanagement, ich habe meinem Leben eine Struktur gegeben. Mhm. Also ich bin morgens pünktlich aufgestanden und als ich damals, ich war erst ein Jahr arbeitslos, bis ich mich dann entschieden habe, selbstständig zu machen, weil auf dem Markt auch so für mich nicht das Adäquate gab, habe ich mir eine Struktur gegeben. Zum Beispiel bin ich damals ja noch gelaufen und das Laufen war für mich dann Arbeit, weil ich so noch keine anderen Aufträge hatte, weil ich Laufcoaching mache ich heute noch. Ach, okay. Ich hatte eine Struktur für Aufräumen, für Freunde. Ich habe im Zeitmanagement auch das Vier-Farben-Modell kennengelernt, der Lebensbalancen, und habe meinen Tag auch so eingetaktet. Kannst du das kurz erzählen, was das für ein... Ja, das Leben, das Modell der Lebensbalancen, das ist mein Leben. Das besteht aus vier Bereichen. Einmal die Arbeit, ganz klar, einmal Kontakte, das ist so dieses Work-Life-Balance. Dann ist der Bereich Gesundheiten eigenständiger und die Sinnhaftigkeit im Leben. Mhm. Und darüber habe ich mir bewusst vorher auch noch nie Gedanken gemacht, was der Sinn überhaupt in meinem Leben ist. Und diesen Bereichen habe ich Farben gegeben. Arbeit ist blau, meine Kontakte sind rot und Familie, Gesundheit ist grün und der Lebenssinn ist gelb. Und wenn ich mir die Termine jetzt eintrage, dann markiere ich die in den dementsprechenden Farben und arbeite auch mit Smileys. Ich arbeite nur positiv. Mhm. Und dann sehe ich, ich spüre es ja sowieso, aber ich sehe dann, ob ich in Balance bin. Mein Kalender sieht auch so aus. Und als ich dann erfolgreich wurde, gab es nur noch blau, weil ich wusste manchmal gar nicht mehr, in welcher Stadt ich bin. Und dann hat mir mein Bein, ich habe keine Ahnung, niemand wusste, was es ist, aber so eine Schmerzen hatte ich bekommen, dass ich nicht mehr laufen konnte. Heute weiß ich alles, das gehört dazu. Ich war nicht mehr im Balance. Mhm. Mir haben die Farben Rot, Gelb und Grün gefehlt. Und heute achte ich ganz stark darauf und trainiere das auch weiter, voller Begeisterung, dass meine Farben immer alle vertreten sind. Super. Da geht es nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Und so habe ich mich mit diesem Modell, was ich dann in Häkchen zufällig kennenlernen durfte, über diese auftragslose Zeit gerettet, um trotzdem zu sagen, ich bin was wert. Ich habe ja einen Job. Ich wusste damals auch nicht, wie leistungsorientiert ich überhaupt bin. Also wie wichtig es ist, Arbeit zu haben und ohne Arbeit nichts wert zu sein. Mhm. Also diese Prozesse, dem bin ich heute extremst dankbar. Sie waren schon herausfordernd. Aber ich wäre heute nicht die, die ich heute bin, wenn ich das nicht gehabt hätte. Ja, ja. Okay, also das heißt, ein Schritt, den du gegangen bist, ist eben deinem Leben wieder Struktur zu geben, auch wenn du es nicht gemusst hättest, du hättest ja einfach liegen bleiben können. Ne, aber zu sagen, ne, trotz alledem, auch wenn ich jetzt vielleicht bewusst keiner regelmäßigen Tätigkeit nachgehe, ich strukturiere meinen Tag. Was Absolut. War noch für dich ein wichtiger Punkt? Ein ganz wichtiger Punkt war für mich immer wieder meine positiven Freunde, also wirklich gute Kontakte zu nutzen. Und was ganz wichtig war, ist, ich bin am Anfang auf sehr vielen Netzwerktreffen gewesen. Das kann ich heute nicht mehr so weiterempfehlen. Ich habe nichtsdestotrotz tolle
neudenkende, für mich andersdenkende Frauen kennengelernt. Und habe mich dann ganz anders nochmal vernetzt. Und das kann ich auch wirklich allen Menschen raten, insbesondere Frauen, sucht euch Unterstützung, sucht euch Buddies, sucht euch Gleichgesinnte. Sie gibt sie überall, diese wunderbaren Frauen, die genau richtig in dein Leben kommen. Und also da bin ich, boah, echt reich geworden in den letzten Jahren. Okay, aber warum würdest du jetzt Netzwerken nicht mehr weiterempfehlen oder habe ich das jetzt falsch? Nein, ich war zu viel. Ich war auf allen Netzwerken, weil ich dachte, ich muss überall hin. Ich war überhaupt noch nicht fokussiert. Heute bin ich fokussiert. Wie hast du dich fokussiert? Also ich grätsche immer mal dazwischen. Ja, gerne, absolut. Die richtigen Punkte, wie ich auch finde, nämlich es bringt nichts, überall rumzurennen. Nein. Sondern wirklich zu gucken, was passt zu mir. Und wie hast du den Prozess des Ausfilterns gemacht für dich? Also mit Unterstützung von den Frauen, die ich dann auch immer kennengelernt habe. Und weil ich mich selber habe immer weiter coachen lassen. Was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Wer ist denn Alice Westphal? Ich habe gedacht, alle sind meine Zielgruppen und habe mich da wirklich aufgeraucht. Nein, heute weiß ich, Frauen sind meine Zielgruppe und zwar die mutigen Frauen, die sich nochmal verändern wollen. Weil da bin ich authentisch, kann gute Tipps geben, Mut machen. Und heute bin ich nur noch in Häkchen in Frauennetzwerken. Und zwar auch in Frauennetzwerken, nicht wo sehr viele Opfer drin sind, sondern wo diese charismatischen, mutigen, suchenden, sich ja lustvoll verändernden Frauen drin sind. Ja, wunderbar. Die habe ich der ganz Feminist stark. Genau richtig. Ja, absolut. Da gehörst du total zu. Sind doch super Frauen in deinem Netzwerk. Ja, total, wirklich. Ich bin da tagtäglich so dankbar dafür. Ja. Deswegen, aber okay. Und ich sage immer, Zufall ist das, was einem zufällt, wenn es fällig ist. Es gibt keine Zufälle, wenn wir achtsam mit uns umgehen. Das stimmt. Aber das hast du auf jeden Fall gut erkannt. Also so habe ich das noch nie gesehen. Ne? Auch zu gucken, wie ist die Ausrichtung von einem Netzwerk? Wer kommt da hin? Und jetzt nicht nur statusbezogen, weil das ist ja auch häufig so, dass man so nach einem Status guckt. Ja. Aber es heißt ja noch lange nicht, nur weil man vielleicht jetzt schon extrem viel Geld verdient, dass man deswegen mutiger ist oder besser Nein. ist wie jemand anderes. Ne? Also ja, man absolut. Kann auch in kleinere Netzwerke, wo vielleicht auch Starterinnen sind, die aber wirklich diesen Wunsch und diesen Drang haben, voranzukommen und dieses positive Denken eben auch haben. Ne? Absolut. Und du spürst ja die Energie. Ja. Sind da die Jammermenschen, ja, ich würde ja gerne, komm mal aber und da bleibt es hängen. Oder wenn dann. Das ist nicht mehr meins. Also ich und die anderen Frauen, die gibt es überall. Also und ich finde auf Facebook, das ist die irrsinnigste Plattform. Ich bin so dankbar, dass ich mich da hingetraut habe. Viele haben gesagt, in meinem Alter, Facebook, bist du blöd? Was willst du denn da? Nein, es gibt noch andere Netzwerke. Ich habe natürlich auch hier in Berlin meine Netzwerke, wo ich dann zum Treffen hingehe. Ich brauche das auch offline, online. Kann aber wirklich die Netzwerke auf Facebook sehr gut empfehlen. Ja, super. Du hast auch positive Freunde angesprochen. Jetzt hast du eingangs gesagt, dass ganz viele dem nicht so offen entgegenstanden, dass du gesagt hast, mit 54, jetzt schmeiße ich alles hin und mache mich selbstständig. Sind diese Freunde, die damals dem nicht so offen entgegengetreten sind, noch in deinem Netz oder in deinem Umfeld? Ja, ein paar schon. Okay, die haben aber dann akzeptiert, was du machst wahrscheinlich. Ja, ne? Wir haben heute auch eine andere Basis. Wir sind schon lange in meinem Leben, 45 Jahre. Mein Freund und ich haben jetzt gerade unsere Silberhochzeit gefeiert, ohne Trauschein. Wir sind nicht verheiratet und haben eine große Party gemacht. Das ist jetzt gerade 2 Wochen her. Und da ist uns, als wir die Einladung verschickt haben, aufgefallen, oder mir, wie viele neue Frauennetzwerke ich habe. Und ein Rest wertvoll, wirklich wertvollste Frauen, die ich heute allerdings nicht mehr kennenlernen würde, wenn wir nicht diese alte Beziehung gepflegt hätten. Also da hat sich sehr viel getan.
Okay, aber das heißt im Endeffekt, worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass ja ganz viele sagen, dass man so radikal solche alte Zöpfe dann auch abschneiden muss und ne, zeig mir die 5 Menschen, die in deinem Umfeld sind und ich sag dir, wer du bist, bladibladibla. Aber letzten Endes hast du es ja auch so gemacht, dass du gesagt hast, okay, die, die mir immer noch gut tun, ob die jetzt auf der allerselben Welle schwimmen wie ich oder nicht, egal, aber die tun mir noch gut, die Absolut. behalte ich in meinem Umfeld. Auch wenn Ja. das jetzt vielleicht nicht diejenigen sind, die mich zukünftig für mein Business enorm prägen werden, aber sie sind für mich privat wertvoll. Absolut, ja, das sind so Herzensmenschen. Also, und mit ich bin in vielen Dingen radikal, aber was meine Freundin betrifft, ich kann sie ganz, ganz schwer loslassen. Das war auch ein Riesenprozess für mich, wo ich auch Veränderung gespürt habe, dass ich, ehe ich angefangen habe, Menschen loszulassen. Also das ist nicht eine meiner leichtesten Fähigkeiten gewesen. Heute, nachdem ich das geschafft habe und ich immer noch liebenswert bin, ich habe immer gedacht, oh Gott, dann werde ich nicht mehr geliebt, ich kann auch das alles nicht machen. Heute kann ich jedem den Tipp geben, aufs Herz zu hören. Also wie viel bin ich bereit, auch da zu investieren? Beziehungen kosten Zeit. Und heute schenke ich Zeit. Das ist so eine Profession von mir. Ich reise in Deutschland rum, weil wir überall verstreut sind und schenke Zeit. Das Ja, ist super. so, das ist was Tolles, ja. Cool. Okay. So, und dann noch Hm? ein letzter Schritt vielleicht für die Community, für die, die zuhören, wie du es geschafft hast, dann aus dieser, sagen wir mal, Entwurzelung rauszukommen. Also mein letzter Schritt, und das ist jetzt auch gerade ein neuer Abschnitt, ist, dass ich noch mehr mich zu mir und meiner Vergangenheit bekannt habe, die von Missbrauch und Gewalt und auch einer Vergewaltigung im öffentlichen Park geprägt ist. Ich habe mich da sehr, sehr lange als Opfer gefühlt, warum immer ich. Und das war ein Riesenprozess, wirklich mit Essstörung, mit Depressionen da rauszukommen. Und heute mit 62 Jahren fühle ich mich stark genug. Ich bin kein Opfer mehr. Auch durch die MeToo-Debatte bestimmt nochmal nachdenklich gemacht worden. Vielleicht jetzt auch für meine kleine Enkeltochter. Habe ich mich entschieden, nicht mehr zu schweigen und ja, gehe jetzt an die Öffentlichkeit, schreibe Artikel, bin jetzt auch bei der One Billion Rising Aktion, die ja immer am 14.02. in allen Städten der Welt oder überhaupt weltweit die größte friedliche Tanzdemo, gebe ich jetzt Interviews. Ich bekenne mich da jetzt offen zu, dass auch mir das passiert ist und dass es Wege gibt, da wieder rauszukommen. Und einer ist, dass wir nicht mehr schweigen. Ja, wunderbar. Und das ist jetzt auch das, wie es bei dir beruflich von deiner Reise her weitergeht, ne? Dahin orientierst du dich vielleicht Dahin, jetzt auch. genau. Das ist noch ganz frisch. Also da sind auch noch bei mir Ängste. Und ich spüre ganz deutlich, es geht gar nicht um mich. Es ging darum, dass ich das, ich nenne es heute, ertragen durfte, erleben durfte, auch um die zu werden, die ich heute bin, um andere Frauen zu unterstützen, ihre Würde wieder zu bekommen. Denn die wird diesen uns genommen. Also es ist wirklich unbeschreiblich, was da passiert, wenn man so in diese Situation kommt, wo du nichts mehr bist. Und es gibt Wege, da rauszukommen. Es werden vielleicht nicht alle schaffen, aber ich wünsche mir, dass viel mehr Frauen anzeigen, dass überhaupt, ist ja alles die Spitze des Eisberges, dass die Scham sinkt und dass wir Frauen untereinander auch mal solidarisch sind. Das sind wir nämlich gar nicht an vielen Stellen. So, mir passiert das ja nicht und guck doch mal an, wie die aussah. Und oft wird auch nicht geglaubt, der ist doch so nett, der Mann. Und man ist da sowieso schon unten auf dem Boden. Und da wünsche ich mir von uns Frauen auch eine hohe Achtsamkeit, eine hohe Sensibilität und auch erstmal glauben, erstmal annehmen und fragen, was wünschst du dir jetzt von mir? Ja. Und willst du da jetzt irgendwie in dem Bereich Coaching-Programme starten? Oder also bist du da schon so konkret oder bin ich Ja, jetzt zu schnell? nein, die Frage ist total berechtigt. Ich bin jetzt dabei zu überlegen, also du bist heute die Erste, vielen Dank, dass du mir diese Plattform gibst.
ob ich eine Gruppe aufmache. Ich möchte allerdings keine Gruppe haben, ich bin keine Psychologin und es soll auch keine Selbsthilfegruppe sein, sondern ich wünsche mir eine Gruppe von Frauen, die auch meinen, zu sagen, ja, ich bin dabei, Alice, lass uns den Mund aufmachen. Und mir ist das auch passiert. Das wünsche ich mir. Ich bin außerdem Signaltrainerin. Ich weiß nicht, ob das nochmal eingeblendet wird. Das ist ein Verein, den habe ich mitgegründet, damals als Personalratsvorsitzende. Das ist ein Gesundheitsinterventionsprogramm hier in Berlin sowieso angedockt und sonst auch in Deutschland an Rettungsstellen. Mhm. Da werden die Frauen nach einem bestimmten Leitfaden, den kann man jetzt bestimmt nicht sehen, befragt. Das heißt, wir gehen in Schulen, wir gehen in Hebammenschulen, dort, wo Frauen, betroffene Frauen als erste vielleicht gesehen wird, dass dort Verletzungen sind oder dass da Auffälligkeiten sind, wie man lernt, diese Frauen anzusprechen. Denn wir haben ja oft Angst, jetzt öffnen wir die Büchse der Pandora. Das ist überhaupt nicht der Fall. Auch mich hat niemand angesprochen. Ich war einfach trampelig. Ich bin hier gestürzt und da gestürzt. Und das ist halt Alice gewesen. Obwohl ganz viele wussten, das ist gar nicht Alice. Mhm. Und da möchte ich den Mut haben. Und da gibt es Formen, sensible, achtsame Formen, dass ich das lernen kann, anzusprechen und trotzdem die Grenzen zu wahren. Ja. Denn die Frauen wollen angesprochen werden. Ja, sag nochmal, wie heißt, ein Verein ist das? Oder Signal, ja, das ist der Verein Signal e.V. Und der ist in Berlin angedockt. Da haben wir uns gegründet. Mit wunderbaren, tollen, engagierten Frauen. Wir haben auch Präventionspreise gewonnen, unser Verein. Der ist hier in Berlin sehr renommiert und in Deutschland auch bekannt. Der Super, Szene. Sehr schön. Ich werde das mal weitergeben. Ich bin ja gerne von It's for Kids. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine super Stiftung. Nein. Solltest du dir anschauen? Ja, die werde ich mir jetzt anschauen. Könnte euch Danke. Sehr helfen. Ja, super, ja. Da melde ich mich nochmal, klar. Ja. Das ist ja auch vernetzen. Ja, na? Definitiv. Ja. Sehr schön. Erstmal danke für deine offenen Worte. Danke. Ich habe tolle Ideen von dir mitgenommen für Frauen, die wirklich an ähnlichen Punkten stehen wie du. Auf der einen Seite wirklich zu sagen, gib deinem Leben eine Struktur, egal wie unstrukturiert vielleicht gerade alles ist, wie chaotisch alles ist, trotzdem schauen, dass man eine Struktur wahren kann. Ich fand dein Farbenmodell super, dass man im Terminkalender gleich sieht, wie ausgeglichen das Ganze ist. Ja. Ich habe ja jetzt so einen Apple-Terminkalender, da kann ich dem auch geben. Genau, ja, habe ich hier auch. Ja, wunderbar. Da muss ich gleich mal gucken. Kann ich dir gerne ein paar Tipps geben. Genau, wobei im Moment lebe ich schon sehr viel das Private, mehr als denn je. Also, das darf auch sein, das darf auch sein. Ja, ist auch wichtig. Das ja, ne, wichtig. Absolut, das wird von den meisten vernachlässigt. Ja. Und die Gesundheit, da fragen alle, okay. Und die Sinnhaftigkeit, da sagen alle, Frau Westphal, was ist denn das jetzt für eine Frage? Ist ja, warum sind Sie hier? Sie sind Herrin Ihrer Zeit. Die vergeht doch so oder so. Ja. Dann können wir sie auch füllen und Schöpferin werden, oder? Ja. Definitiv, definitiv. Das sollte eigentlich schon das Schlusswort sein, aber ich muss trotzdem noch zusammenfassen, was du gesagt hast. Okay. Für dich war dann noch ein weiterer Schritt, dass du dich mit positiven Freunden umgeben hast. Und auch ein Netzwerk aufgebaut hast von Frauen, was du jetzt optimiert hast, dadurch, dass du klarer wurdest, wer ist deine Zielgruppe, mit wem will ich mich da auch beruflich umgeben, mit wem eben nicht. Und dann der letzte Schritt war wirklich, dass du zu dir stehst, zu deiner Vergangenheit stehst, das auch offen zum Thema machst, egal wie viel Angst du davor hast. Ja. Vor dem, was ist oder was auch noch kommen kann, aber dass du da einfach diesen Mut hast, Frauen zu sagen, ihr könnt alle mutig sein und es lohnt sich letzten Endes, wirklich das Leben zu leben, was man wirklich leben möchte. Ne? Ja, deswegen ist mein Slogan ja auch, lebst du das Leben, was du wirklich willst. Ja, so ist es.
Wunderbar. Alice, ich danke dir sehr für dieses Interview. Du hast uns in unseren Fragebogen, den wir vorher geschickt haben, reingeschrieben, weil wir ja immer fragen, hast du ein Geschenk für unsere Community? Wir lieben ja Geschenke. War irgendwie 3 Speed-Coachings, hast du reingeschrieben. Ja, weil ich nicht wusste. Gerne. Also das biete ich gerne an, auch über Zoom oder Telefon. Wenn Frauen da sind, die kurz mal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen oder eine konkrete Frage haben, das kann wirklich in so einem Speed-Coaching von einer halben bis dreiviertel Stunde Bang machen und dann habe ich wieder Luft zum Atmen. Okay. Und wie erreicht man dich denn dann am besten für so ein Speed-Coaching? Entweder über meine E-Mail, ich weiß gar nicht, werden jetzt Daten irgendwie eingeblendet oder so, über in meine die Webseite. Shownotes machen wir alles rein. Und ja, ich bin sehr empfänglich für WhatsApp. Das ja, aber da müsste man deine Nummer im Netz die meine so, okay, aber die ist auf der Webseite, ja, ist ach ja so. Meine Handynummer okay. Erkennbar. Also WhatsApp, ich bin ein Fan. Solange ich mich da selber bestimme, ist das super in Ordnung für mich. Wunderbar. Okay, also man findet dich auf jeden Fall auf deiner Homepage. Ja. Man kann dir eine E-Mail schicken, von deiner Homepage aus steht es drauf. Absolut. Oder per WhatsApp einfach schreiben und dann hat man die Möglichkeit, von dir dann eins von den 3 Speed-Coachings zu bekommen. Wunderbar, das hört sich doch gut an. Danke dir für deine Zeit, danke für deine offenen Worte. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles, alles Gute. Wir verlinken alles, was es zu verlinken gibt, damit du auch wirklich den Erfolg hast, den du dir vorstellst, den du dir wünschst, den du verdient hast. Dankeschön. Und dir eine wundervolle Zeit. Bis dann. Ne? Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Ciao. Und tschüss.